Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich hoffe, ihr seid weiterhin gesund und bleibt es auch. Ich möchte heute mal mit diesem Malibu, das sind so Metallic-Goldfarben, machen ein Bild. Hab dazu auch einen Acryllack glänzend genommen, von Gerstenberger hier zum Beispiel. Weil ich denke mal, Metallic und glänzend, das passt dann. Zeige ich euch aber gleich auch, wie ich es anrühre. Und jetzt zeige ich noch die Bilder vom letzten Mal, vom letzten Video. Das passt eigentlich, das war ja das erste Bild. Das habe ich nach 24 Stunden habe ich den Klebeband abgezogen. Hier sieht man es vielleicht ein bisschen, dass da nicht mehr so gut gelaufen ist. Andere Seite ist gut, aber ein Bild hängt ja auch so an der Wand und nicht so. Das Einzige, was ich nicht gesehen habe, die weiße Farbe hat ein paar Klumpen gehabt. Und das hat man dann erst gesehen, wo es dünner geworden ist beim Abtrocknen. Aber ansonsten, cooler Effekt. Passt. Und das zweite Bild, da sieht man eigentlich den Unterschied. Auch gut geworden, etwas verlaufen. Und da habe ich ja das Klebeband gleich danach abgemacht, damit es gleich runterlaufen kann. Und da seht ihr eigentlich auch den Unterschied, wie sich das dann verändert. Hier natürlich auch ein paar Klumpen drin. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Klumpen mehr drin bei diesem Bild. Schauen wir mal. Also gut, dann hole ich euch wieder runter und zeige euch auch kurz, wie ich es anrühre, damit ihr es vielleicht dann auch mal nachmachen könnt, wenn ihr Lust habt. Dann bis gleich. Okay Freunde, das ist das Silikon 300 mit Schwarz. Also ich habe jetzt eigentlich hier dieses Türkis von Malibu. Ihr könnt es mal hier sehen. Es schimmert schön. Mal schauen, wie es kommt. Dann dieses Metallic Hellgrün. Es hat einen leichten Schimmer drin, ich bin noch nicht ganz so sicher, richtig Metallic, aber es hat einen leichten Schimmer drin. Müssen wir mal schauen, wenn es trocknet dann. Als Kontrast nehme ich von Amsterdam das Elfenbeinschwarz. Jetzt seht ihr hier, ich habe das mit dem Acryllack, dass ich es auch richtig sage, genau, Acryllack angerührt. Da sieht man schon den Unterschied. Amsterdam ist natürlich sehr dickflüssig, im Gegensatz zu diesen hier. Da habe ich jetzt gar kein Wasser reingemacht, da braucht man kein Wasser. Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen Wasser einfüllen, denke ich mal. Nur ein Ticken, also auch nicht viel. Aber sonst ist das zu dickflüssig. Das ist schon wieder ein Unterschied zwischen den Konsistenzen von den Farben. Ich denke, das passt schon, weil wenn es sich, ja, vielleicht noch ein bisschen Wasser. Wie gesagt, einfach für den Kontrast dann zu diesen hellen Farben. So, jetzt ist es fast zu dünn wieder. Das kenne ich von mir. Mache ich lieber noch ein bisschen von diesem Acryllack rein, weil der ist auch schon sehr dünnflüssig. Ja, jetzt schauen wir mal, das passt, denke ich mal. Okay, dann habe ich jetzt hier Acryllack eingegossen. Ihr seht, wie gesagt, ist schon recht dünnflüssig. Was ich jetzt vorhabe, Magenta, ich habe jetzt hier noch Blau und Rot, aber ich nehme mal Magenta bei diesem Bild, damit wir vielleicht ein bisschen helle Farben.
gehen wir davon aus, man schüttelt es davor auch gut, weil ja Pigmente drin sind und die setzen sich vielleicht dann nach unten ab. So, ihr seht es hier. Macht da eigentlich nur ein bisschen rein. Das reicht schon. Immer schön abwischen gleich. Ja, hier sieht es schon gut aus. So. Und seht ihr, ich verrühre das einfach nur. Das schimmert auch schön. Und es ist eigentlich schon sehr dünnflüssig. Ja, da mache ich auch kein Wasser mehr rein. Wobei das hier dünner ist. Man merkt da wieder, Magenta ist vielleicht etwas dicker. Aber ich denke, ja, das läuft noch nicht so gut. 2-3 Tropfen Wasser vielleicht rein, mehr nicht. Nur zur Sicherheit, damit wir ungefähr gleiche Konsistenz haben. Okay, das passt. Denke ich mal. Ja gut, das wird schon passen. Okay, weiß dann auch noch mit diesem Acryllack angerührt. Größeren Becher. Möchte ich als Deckschicht machen. Und dann habe ich hier noch 4 so Wollfäden. Die möchte ich dann wieder drüber ziehen. Die lege ich jetzt erstmal zur Seite. So. Was ich jetzt eigentlich machen möchte, und zwar, ich wollte nicht in die Farben das Silikon machen. Ja, das ist schon etwas dickflüssiger. Ja gut, das ist je nach Pigmentierung, denke ich mal. Macht da noch ein bisschen Wasser rein, sicher ist sicher. Denkt man, jetzt ist auch gleich, ja. Okay. Gut. Schwarz passt auch. Schwarz. Etwas dünn, aber gut. Okay, das Silikon 300, das Helper Silikon. Ich mache jetzt dieses Mal ins Weiß rein und nicht in die Farben. 2, 3, 4, 5, 6. Da mache ich ein bisschen mehr rein, weil ich habe auch viel Farbe. Aber ich möchte dann auch mal testen, wie es dann reagiert, wenn ich es anders herum mache. Da merke ich gerade, es hat sich auch noch etwas verdickt. Ich habe so das Gefühl, es dickt ein bisschen nach, wenn es ein Weilchen steht. Also etwas stehen lassen, die Farben, mit diesem Acryllack. Ist klar besser. Also hier habe ich auch ein bisschen Wasser dazugegeben beim Weiß. Da habe ich ja jetzt von Xen, also von Bösner, dieses Weiß genommen, dass ihr das auch wisst. Der Keilrahmen ist übrigens 30 auf 24 cm. Mal wieder mein kleines Testbild. So. Okay, dann lasst uns starten. Farben weg. Ich mache jetzt hier eigentlich eine weiße Deckschicht. Also wie gesagt, mit Silikon drin.
Lass es etwas zum Rand laufen. Möchtest du nicht ganz rüberlaufen lassen über die Kanten? Da sieht man auch schon die Silikonkraterchen. So, mal kurz mal die Luftbläschen raus. Ich denke mal, ihr seht hier die Löchchen, also die Löcher, die Krater vom Silikon. Aber das darf so sein. So. Jetzt fange ich mal mit dem Pink an. Ich möchte einfach mal so Linien ziehen. Und jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen Schwarz dazwischen rein. Da war es gut, dass ich etwas dünner gemacht habe. Dann kann ich schnell und dünne Farben drüber ziehen. So. Okay. Jetzt kommen meine Fäden zum Einsatz. Meine Wollfäden. Die lege ich nämlich jetzt mal so. Der ist ein bisschen kurz. Na gut, ist egal. Ja, genau. Ah, da bleibt halt so liegen. So. Ich überlege gerade. Tauche es vielleicht ein bisschen ein. Damit die Wirkung besser kommt. Ihr seht auch hier schon das Silikon etwas. Okay, ich nehme jetzt mal den kurzen, ziehe den einfach hier so durch. Ziehe den in die andere Richtung. Und ich mache das jetzt einfach mal nur gerade. So. Und nehme jetzt hier nochmal. Nochmal rein. Vielleicht hier. Ziehe das mal in diese Richtung, diesen wieder in die andere Richtung, dann ziehen wir hier rüber und diesen Faden in diese Richtung. Okay, jetzt schauen wir mal, wir erhitzen das mal geschwind, ob es Wirkung gibt. Weil, wie gesagt, das Silikon ja im Weiß ist. Aber dafür denke ich, dass es nicht so arg. Kommt. Also nicht so stark reagiert. Und jetzt lassen wir es mal ein bisschen laufen noch. Weil da haben wir es nicht so ganz geradlinig. Und da ist jetzt die Gefahr, dass wir unser Bild wieder versauen.
mit viel Gefühl. Ich glaube, da ist es besser. Wir machen hier noch ein bisschen weiß an die Kanten. Dann brauchen wir es nicht so stark laufen lassen. Ups. Das kommt cool. Also gerade durch die Striche, die sich dann ein bisschen verteilen. Aber hier läuft es nicht so richtig drüber. Da muss ich den Weg gehen. Für die Ecken. So. Ich finde, das passt. So. Okay. Man merkt, die Farben sind etwas dünn und da besteht langsam auch die Gefahr schon, dass es aufplatzt. Darum lasse ich das jetzt mal so. Ich werde es vielleicht einmal kurz erhitzen, um vielleicht das Silikon noch mal herauszubringen. Ich denke, das passt aber. Muss ja nicht immer alles voller Zellen sein. Kann ja auch schöne andere Effekte geben. Und ich experimentiere ja immer gern. So, jetzt schauen wir mal. Weil wie gesagt, das oder der Acrylack kriegt er mal gleich runter. Ist ein bisschen schmieriger, also wie soll ich das ausdrücken? Ja, er ist etwas schon dünnflüssig, aber er gleitet mehr. Okay, und dann passiert jetzt auch nicht mehr arg so viel. Vielleicht kommt noch was, ab und zu bildet sich noch was. Aber ich finde, das passt auch. Gut. Dann lasse ich es jetzt mal wieder für 10 Minuten einwirken. Und dann zeige ich es euch wieder von daheim. Ja, da läuft ein bisschen wenig, aber wenn es dann wieder getrocknet ist, ist ja alles wieder eben. Okay, dann zeige ich es euch von daheim. Bis gleich. So, Freunde, jetzt von daheim. Was mir aufgefallen ist, die Farben von Malibu sind etwas doch dünnflüssig, klar, Pigmente sind metallic, das sind sehr feine Pigmente und sehr dünnflüssig und ich probiere vielleicht im nächsten Bild mal die ein bisschen zu verdicken, weil ich merke, die verlaufen zu arg. Aber jetzt schauen wir es erstmal an.
finde es eigentlich ganz gut geworden und auch schöne Effekte. Hier sieht man, dass sie schon etwas auseinanderreißen. Aber es soll ja nicht heißen, dass es schlecht ist. Hier bilden sich dann doch noch Zellen, aber es liegt wahrscheinlich auch durch das Schwarz, weil das etwas dickflüssiger ist. Das hält dann die Farbe noch etwas mehr zusammen. Und hier hat es auch einen schönen Effekt gegeben, also schön verschwommen. Entschuldigung. Okay. Was ich jetzt machen werde, ich werde nochmal ein Bild machen. Ich werde aber diese Malibu-Farben vielleicht etwas mit Vinylkleber verdicken, weil wie gesagt, die so dünnflüssig sind mit diesem Lack, dass die von Haus aus dann schon zu dünn sind. Das zeige ich euch aber dann das nächste Mal. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann zeige ich euch natürlich auch, wenn es getrocknet ist, dann schauen wir mal, wie es aussieht, ob es dann auch wirklich glänzt. Dann, bis dann. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss, bye.